So, jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um die Regulierung der Finanzmärkte im weitesten Sinne. Ein Gesetzentwurf liegt vor, der auch heute verabschiedet werden soll. Darin ist das sozusagen das Ziel, Risiken durch sogenannte zentrale Gegenparteien, diesen Begriff werden Sie in der Aussprache noch häufiger hören, diese zentralen Gegenparteien, die sollen in Zukunft besser, beziehungsweise die Risiken durch diese zentralen Gegenparteien sollen in Zukunft besser abgedeckt werden. Zentrale Gegenparteien sind Unternehmen, die zwischen Verkäufer und Käufer von Finanzprodukten treten. Hören wir rein in die Debatte und erfahren Näheres von Metin Hackwer, der spricht jetzt als Erster für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, ich verspreche, dass auch was für Sie dabei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, wir beraten heute ein Gesetz abschließend, das zwei Bereiche betrifft, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen geht es um die Regelung für den Finanzmarkt. Zum anderen betrifft dieses Gesetz die Landwirtschaft in unserem Land. So unterschiedlich diese beiden Bereiche auch sein mögen, eine Sorge verbindet die beiden. Es geht um den Schutz der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es kann nicht sein, dass Gewinne privat eingestrichen, aber Verluste der Allgemeinheit auferlegt werden. Dem wollen wir auch durch diese Vorschriften vorbeugen. Im Bereich des Finanzmarktes treffen wir Regelungen zu sogenannten zentralen Gegenparteien. Zentrale Gegenparteien sind wichtige Akteure im internationalen Finanzmarkt. Dabei bei bestimmten Handelsaktivitäten treten sie als Käufer und Verkäufer auf. Sie stellen eine verlässliche Abwicklung von Handelsgeschäften sicher. Sie wirken als Stabilisatoren. Sie sorgen in einem Marktsegment für Transparenz, welches in der Finanzkrise 2008 intransparent war. Auch deshalb war die Finanzkrise 2008 so möglich. Wesentliche Teile des Derivathandels wurden bilateral und an der staatlichen Aufsicht vorbei abgewickelt. Staatliche Aufsichtsstellen waren in der Krise blind. Es war nicht möglich, rechtzeitig angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Deshalb, Kolleginnen und Kollegen, haben die G20-Staaten für die Marktteilnehmer die Pflicht eingeführt, bestimmte außerbörsliche Derivatgeschäfte über zentrale Gegenparteien abzuwickeln. Das schafft Transparenz und dämpft das Bewertungsrisiko. Damit wird für Finanzstabilität gesorgt. Jetzt gilt es aber, diese Stabilisatoren selbst widerstandsfähiger zu machen. Zentrale Gegenparteien managen nicht nur Risiken, sie tragen selber Risiken in sich. Im Krisenfall können sie selbst zu einer Bedrohung für das Finanzsystem werden. Bisher fehlen Regelungen, die zentrale Gegenparteien verpflichten, Sanierungs- und Abwicklungspläne aufzustellen und zu aktualisieren. Das ist der Regelungsgegenstand dieses Gesetzes. Mit diesen gesetzgeberischen Maßnahmen wollen wir sicherstellen, dass der Staat im Fall einer erneuten Finanzkrise schnell und wirksam handeln kann. Wir wollen sicherstellen, dass zentrale Gegenparteien auch im Krisenfall handlungsfähig bleiben. Der zweite wichtige Regelungsgegenstand dieses Gesetzes, liebe Frau Präsidentin, betrifft den Klimawandel und unsere Landwirtschaft. Der Klimawandel findet jetzt statt, auch wenn es noch einige leugnen wollen. Wetterextreme nehmen zu und treffen landwirtschaftliche Betriebe mitunter sehr hart, wie zum Beispiel im Dürresommer 2018. Betriebe waren in ihrer Existenz bedroht. Allein der Dürresommer 2018 wird den Bund und die Länder jeweils 340 Millionen Euro kosten. Geld, das Landwirte erhalten, die nicht gegen Dürre versichert waren. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Anteil der gegen Dürre versicherten Ackerfläche ist verschwindend gering. Entsprechend groß die Nachfrage nach öffentlichem Geld im Schadensfall. Nur 0,4% der Ackerfläche in Deutschland waren 2018 gegen Dürreschäden versichert. Der Grund? Diese Versicherungen sind zu teuer und werden deshalb nicht nachgefragt. Wir wollen beides. Unsere Landwirtschaft unterstützen, hier besser vorzusorgen und dadurch auch das Risiko für den Steuerzahler einzuspringen reduzieren. Deshalb wollen wir die Beiträge für Dürreversicherungen steuerlich begünstigen. Künftig soll der Steuersatz für Dürreversicherung nicht 19%, sondern 0,3% betragen. Damit wird der Steuersatz der Dürreversicherung mit Versicherungen, bereits bestehende Versicherungen, Privilegien gegen Hagelschlag, Sturm, Starkfrost, Starkregen und Überschwemmung gleichgestellt. Wir haben die Absicht, mit dieser Privilegierung die versicherte Ackerfläche in den kommenden Jahren signifikant zu erhöhen. In 3 Jahren wollen wir das Gesetz im Hinblick auf seine Wirksamkeit evaluieren. Zum Abschluss dieses Verfahrens, liebe Kollegen, danke ich den Kolleginnen und Kollegen der meisten hier im Hause vertretenen Fraktionen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Finanzministerium für die gute Zusammenarbeit. Ich bitte um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hackwerdi. Viel gelernt.
Nächster Redner Stefan Keuter für die AfD-Fraktion. Und Stefan Keuter sitzt im Finanzausschuss. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Herr Hack-Verdi hat gerade eben schon ganz gut eingeführt. Wir sind im Thema drin. Worüber reden wir? Über zentrale Gegenparteien, sogenannte CCPs, wie beispielsweise das London Clearing House oder die Deutsche Börse. Hier soll ein Fonds für Insolvenz, für Ausfallfälle, für Schadensfälle befüllt werden und es sollen Abwicklungspläne erstellt werden. Das Ziel ist verstanden, die Finanzmarktstabilität steht im Vordergrund und die Kosten sollen im Schadensfall den Steuerzahler entlasten bzw. gar nicht erst treffen. Die Verschärfung der Regulatorik schreitet voran. Die besten Maßnahmen gegen Ausfälle sind aber ein wettbewerbsfähiger Bankensektor, der auch Geld verdient. Durch Kredite, durch Fristentransformation, bei den jetzigen Rahmenbedingungen und insbesondere bei diesem katastrophalen Zinsniveau nehmen wir allerdings den Banken die Möglichkeit, hier Geld zu verdienen. Aus meiner Sicht sind nicht die CCPs, sondern die Clearing Member das potenzielle Ausfallrisiko. Das ist aber auch sehr überschaubar, weil die Banken, die das in der Regel sind, eh schon sehr stark reguliert sind. Die Höhe der Sicherheitsstellungen wird regelmäßig überprüft und angepasst. Leider kam im Vorfeld vom Bundesministerium der Finanzen und in der öffentlichen Anhörung keine Zahlen, keine belastbaren Prognosen, welche finanziellen Belastungen auf die CCPs zukommen sollen. Ein Ausfallszenario ist für mich nur vorstellbar bei chaotischen Märkten, wenn keine Bewertungen mehr möglich sind und wenn die Clearing-Member keine Sicherheiten mehr stellen können. Dann erst droht eine Insolvenz eines CCPs. Da hilft meiner Meinung nach auch überhaupt gar kein Haftungsfonds mehr. Das wäre dann der Crash unseres Finanzsystems. Die öffentliche Anhörung hat für mich zwei Erkenntnisse gebracht. Das erste, dass es gar keine Proberechnungen und keine Szenarioanalysen des Bundesfinanzministeriums gibt. Und zweitens, dass die Spitzenverbände der Kreditwirtschaft und die CCP selber gegen diese geforderte verschärfte Regulatorik überhaupt gar nicht aufbegehren. Sie scheinen sich in ihr Schicksal zu fügen. Tja, gegen überbordende Regulatorik setzt sich die AfD ein, da aber die Marktteilnehmer selber überhaupt gar keine Anstalt machen, sich hiergegen zu wehren, wollen sie das offensichtlich, also enthalten wir uns in diesem Punkt. In diesem Gesetzentwurf wurde allerdings noch ein zweites Thema mit eingearbeitet, der Tatbestand der Dürre unter den Elementarschäden. Aus Verfahrensgründen soll das nun noch schnell mitbeschlossen werden. Das ist Ökopopulismus. Und wenn Sie mich fragen, hat man dies nur gemacht, weil die Landwirte in den Straßen standen, hier in Berlin in exponierten Positionen und sie haben kleine Steuergeschenke ausgearbeitet. Erschreckend ist auch hier, dass das Bundesministerium der Finanzen in dem Berichterstattergespräch überhaupt gar nicht mit Studien oder Forecasts aufwarten durfte. Sie wussten überhaupt gar nicht, was dieses Risiko, diese Absicherung, diese Steuererleichterung überhaupt kosten soll. Ich frage mich, erhöht dies die versicherten Anbauflächen, wenn wir jetzt ein bisschen an der Versicherungssteuer drehen? Ich sage Ihnen nein. Das Grundproblem ist, dass die Policen viel zu teuer sind. Zu der Dürre selber, dass ich noch mal zum Thema Klima hier sprechen darf, hätte ich mir nie gedacht. Das Klima wandelt sich. Das Klima hat sich in Hunderttausenden von Jahren immer mal wieder gewandelt. Es gab Wärmephasen, es gab Kältephasen. Richtig, wir kommen zu den Eiszeiten. Die letzten kleinen Eiszeiten waren beispielsweise Mitte des 15. Jahrhunderts und circa von 1600 bis 1750. Und die NASA erwartet Mitte dieses Jahrhunderts die nächste kleine Eiszeit. Anpassung ist hier das Zauberwort. Der menschengemachte Klimawandel ist hier nur marginalst. Die AfD steht an der Seite der Landwirte. Dass auch das Dürrerisiko steuerlich begünstigt wird, begrüßen wir. Vielen Dank. Danke schön. Stefan Keuter war das für die AfD-Fraktion. Er ist Mitglied im Finanzausschuss und genauso der nächste Redner, Matthias Hauer für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beschließen heute ein weiteres Gesetz, um Risiken an den Finanzmärkten zu reduzieren. Dabei geht es diesmal um zentrale Gegenparteien, sogenannte CCPs. CCP steht für Central Counterparty. Was machen solche zentrale Gegenparteien? Sie übernimmt an den Finanzmärkten eine ähnliche Aufgabe wie zum Beispiel Online-Bezahlsysteme wie PayDirect oder PayPal beim Online-Shopping.
Wenn man dort online etwas kauft und mit einer dieser Bezahlsysteme bezahlt, dann erfolgt die Zahlung auch nicht direkt an diesen Online-Shop, sondern der Kunde zahlt an das Bezahlsystem und das Bezahlsystem wiederum an den Online-Shop. Es steht also zwischen Käufer und Verkäufer und übernimmt dabei auch Risiken der Transaktion. Und was PayDirect, PayPal und andere für das Online-Shopping sind, das sind die zentralen Gegenparteien eben für den Finanzmarkt. Zum Beispiel beim Wertpapierkauf, da verrechnet der Verkäufer sein Geschäft mit der CCP und diese wiederum verrechnet zeitgleich mit dem Käufer. Die zentralen Gegenparteien tragen damit das Erfüllungsrisiko des jeweiligen Geschäfts und leisten so einen wesentlichen Beitrag zur Risikosteuerung der beteiligten Akteure und zur Finanzmarktstabilität insgesamt. Zentrale Gegenparteien sind also grundsätzlich eine gute Sache und notwendig für die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte. In Deutschland übernimmt diese Rolle vor allem die Eurex Clearing AG. Als Reaktion auf die Finanzkrise und vor allem nach dem Inkrafttreten der EMIR-Verordnung im Jahr 2012 ist die Bedeutung dieser CCPs noch einmal stark angestiegen. Mit dem Gesetz, das wir heute beschließen, beantworten wir die Frage, wie der Gesetzgeber mit CCPs umgehen will, wenn diese selbst in eine Schieflage geraten. Und wir schaffen dazu passgenau Instrumente für deren Sanierung und Abwicklung. Und wir geben der BaFin als Aufsichtsbehörde geeignete Werkzeuge an die Hand, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Wir wollen damit Finanzstabilität bewahren und gleichzeitig die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler davor schützen, die Kosten für den Ausfall einer zentralen Gegenpartei tragen zu müssen. Das wollen wir verhindern. In vielen EU-Staaten gibt es für die Sanierung und Abwicklung nur unzureichende Regelungen. Auch besteht dafür bislang kein EU-weites harmonisiertes Regelungswerk. Wir bedauern, dass die Gespräche auf der EU-Ebene lange Zeit nicht wirklich vorangekommen sind, obwohl jetzt seit November 2016 dazu ein Vorschlag der Kommission vorliegt. Hier wäre eine europäische Lösung wirklich sinnvoll. Und bis dahin gehen wir jetzt hier in Deutschland voran und schließen diese Regelungslücke auf nationaler Ebene. Wir haben die parlamentarischen Beratungen dazu genutzt, den Gesetzentwurf der Bundesregierung noch ein bisschen zu ändern, ein bisschen besser zu machen. Durch eine Änderung im Kapitalanlagegesetzbuch geben wir Fondsverwaltern Instrumente zur besseren Liquiditätssteuerung von Investmentfonds an die Hand, damit diese in Krisenfällen besser agieren können. Damit modernisieren wir das Investmentrecht und wir stärken Deutschland als Fondsstandort. Wir haben das laufende Gesetzgebungsverfahren zudem genutzt, um ein steuerliches Thema mitzubehandeln, das gerade uns als CDU und CSU am Herzen liegt, die Absenkung der Steuer auf Dürreversicherungen für die Landwirtschaft. Auch in Deutschland nehmen Extremwetterlagen zu. Das hat auch immense Folgen für die Landwirtinnen und Landwirte. Viele von ihnen versuchen sich dagegen zu versichern, gegen diese Extremwetterereignisse wie Hagel, Schlag, Sturm, Starkfrost etc. Und obwohl auch Dürre und Trockenheit wetterbedingte Elementargefahren sind, sind eben nur ein verschwindend kleiner Anteil der Ackerfläche, 0,4%, dagegen versichert. Nicht, weil die Gefahr für Dürre oder Trockenheit nicht da wäre, sondern weil die Versicherungen dagegen schlicht auch wegen der hohen Versicherungssteuer unwirtschaftlich sind. Wir senken mit diesem Gesetz die Steuer für Dürre- und Trockenheitsversicherungen spürbar von 19% der Versicherungsprämie bislang auf 0,03% der Versicherungssumme, damit auf denselben Steuersatz wie auch für Hagelsturm etc. gilt. Wir wollen, dass sich Landwirte und Landwirte damit besser vor Dürreschäden schützen können und somit die eigenbetriebliche Risikovorsorge einfacher wird. Deshalb sollen diese Versicherungen endlich erschwinglich werden. Das ermöglichen wir mit dem Gesetz. Als CDU-CSU war uns ein Anliegen, dieses Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Deshalb haben wir durchgesetzt, dass die Regelung rückwirkend zu Beginn dieses Jahres in Kraft treten kann, damit auch schnell Versicherungsprodukte entwickelt werden können, damit landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland sich bereits in diesem Jahr, für diesen Sommer, für etwaige dürrebedingte Ertragsausfälle absichern können. Ich bedanke mich dafür, dass es eine breite Zustimmung zu unserem Vorschlag gab und mit Ausnahme der AfD, die sich enthalten hat, und der Grünen, die dagegen gestimmt haben, alle anderen Fraktionen dem so zugestimmt haben. Damit wird es eben möglich, auch in diesem Jahr noch sich gegen eine entsprechende Dürre abzusichern. Zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens
bedanke ich mich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, der Berichterstatter der AG Finanzen und AG Landwirtschaft, aber auch für die konstruktive Mitarbeit und Zuarbeit von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Abschließend möchte ich noch die Hoffnung äußern, dass unser deutsches Gesetz zu dieser Frage der Abwicklung und Sanierung zentraler Gegenparteien auch einen Anschub leistet für die weiteren Gespräche auf der europäischen Ebene. Gerade weil wir eine immer stärkere Verflechtung der Finanzmärkte haben, brauchen wir gerade in diesem Bereich eine Finanzmarktpolitik aus einer Hand und damit eine einheitliche Regelung in der Europäischen Union. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, das Ganze hier nennt man übrigens Omnibusverfahren, also auf das Gesetz zum Wertpapierhandel ist noch diese steuerliche Maßnahme, was die Absenkung der Steuer auf Dürreversicherungen anbelangt, draufgesetzt worden, um so Fristen sozusagen zu verkürzen, weil man ein Gesetz genutzt hat, was eben schon weit im parlamentarischen Verfahren war. Florian Tonka jetzt für die FDP. Abwicklung von Geschäften, vor allem mit Wertpapieren, mit Derivaten zwischen Käufer und Verkäufer stehen und sowohl den Verkauf des Papiers selber abwickeln, indem sie dazwischen stehen und das selbst kurz übernehmen und durchleiten, als auch umgekehrt die Bezahlung, also das Geld durchleiten. Das ist eine ganz entscheidende Kernfunktion der Finanzmärkte. Und wenn die über Nacht wegfallen würde durch eine Krise oder Pleite, wenn die ihre Aufgabe sehr kurzfristig einstellen würde, dann wäre kein Ersatz da und dann wären die Schäden im ganzen Finanzsystem wesentlich größer, als sie sein müsste. Deswegen ist es aus unserer Sicht auch richtig, heute ein Gesetz zu machen, mit dem sichergestellt wird, dass mit einer solchen Krise umgegangen werden kann, ohne dass der Markt, die Marktfunktion insgesamt Schaden nimmt und gleichzeitig auch ohne, dass der Steuerzahler am Ende faktisch gezwungen ist, das Unternehmen zu retten, sondern dass man das anders hinbekommt, das halten wir für richtig und wir werden dem heute auch zustimmen. Eines muss man in dem Zusammenhang allerdings auch deutlich sagen. Regeln machen ist das eine. Regeln durchsetzen und umsetzen ist das andere. Und wir haben bereits seit 2015 sehr ähnliche Regeln für Banken in Krisenfällen, wo es Abwicklungsmöglichkeiten und Instrumente gibt. Aber leider muss man auch sagen, dass es nicht wenige Fälle gibt, wo in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union die durchaus sinnvollen und guten Abwicklungsregeln für Banken am Ende politisch ausgehebelt worden sind und gerade nicht zur Anwendung gekommen sind, sondern wieder der Steuerzahler eingetreten ist. Und deshalb geht an die Bundesregierung schon auch der Appell, nicht nur neue Regeln zu schaffen, sondern in der gesamten Europäischen Union sich auch dafür konsequent einzusetzen, dass Schlupflöcher gestopft werden und Abwicklung auch wirklich praktiziert wird. Sonst ist das alles nichts wert, was wir hier im Bundestag an Gesetzen dazu machen. Wir beschließen heute außerdem Änderungen bei der Versicherungssteuer. Künftig soll ein Bauer, wenn er eine Versicherung gegen Ernteausfälle aufgrund von Dürre und Trockenheit abschließt, bei dieser Versicherung eben auch in den Genuss einer steuerlich günstigeren Behandlung kommen. Das ist eine Gleichbehandlung auch mit anderen Elementargefahren wie Hagel oder Starkregen. Und auch das ist gut, konsequent, systematisch korrekt und findet die Zustimmung der Freien Demokraten. Ausreichen wird diese Maßnahme aber natürlich noch nicht, denn auch da muss man sagen, die Versicherungen bleiben natürlich sehr, sehr teuer. Wir meinen deswegen, dass man die Diskussion über die Absicherung von Bauern gegen Dürreschäden auf eine breitere Basis stellen muss. Wir meinen, dass man am Ende auch an einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage nicht vorbeikommen wird, die Landwirte in guten Jahren auffüllen können, damit sie dann in schlechten Jahren auch mit der Dürre selber besser klarkommen als heute. In diesem Sinne Zustimmung zum heutigen Gesetz, aber wir halten weitergehende Maßnahmen sowohl bei der Abwicklung als auch in der Landwirtschaft für dringend nötig. Sagt Florian Tonka, der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Nächster Redner jetzt für die Linksfraktion, deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender Fabio De Masi. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, echtes Knallerthema, Sanierung und Abwicklung von zentralen Gegenparteien. Und Herr Keuter schafft es bei diesem Thema auch noch über die NASA zu sprechen. Auch das muss man erst mal hinbekommen. Zentrale Gegenparteien oder kurz CCPs sind so etwas wie das eBay der Finanzmärkte. Die Ware eines Verkäufers wird erst losgeschickt, wenn eBay sagt, dass das Geld des Käufers eingegangen ist. Über CCPs wird insbesondere
der Handel mit außerbörslich gehandelten Derivaten abgewickelt, also Wertpapieren, die der Absicherung gegen Preisschwankungen zum Beispiel von Rohstoffen dienen, die aber auch sehr häufig gefährlicher Spekulation dienen. CCPs machen Sinn, weil sie wie eine Versicherung wirken. Gerät ein Verkäufer oder ein Käufer unter Stress und kann nicht liefern, springen die anderen Mitglieder des Clearinghouses ein. So wird aus einem Schnupfen an den Finanzmärkten keine Grippe. Das Problem ist aber, dass die CCPs mittlerweile selbst so groß und vernetzt sind, dass sie die Finanzstabilität bedrohen. Bislang müssen diejenigen CCPs, die nicht zeitgleich Kreditinstitute sind, keine Sanierungs- und Abwicklungsstrategien vorhalten. Hierzulande gibt es zwei CCPs, die Eurex Clearing AG, sie ist Kreditinstitut, und die European Commodity Clearing AG, sie ist kein Kreditinstitut. Mit den neuen Vorschriften werden nunmehr beide adressiert. Wir bemängeln am Gesetzentwurf Folgendes. So wird die Forderung, die auch die Bundesbank ursprünglich 2012 erhoben hat, der Finanzaufsicht präventive Instrumente an die Hand zu geben, um durchgreifen zu können, ignoriert. Die BaFin kann den Einsatz von Instrumenten zur Sicherung von Liquidität von Investmentfonds nicht anordnen. So bleibt es zum Beispiel den CCPs selbst überlassen, ob sie Swing Pricing zur Verteilung der Kosten auf die Anleger in einer Stresssituation anwenden. Denn oft gilt in einer Krise das Prinzip, den Letzten beißen die Hunde. Die besser informierten Anleger, große institutionelle Investoren, ziehen als First Mover ihr Geld raus, bringen ihre Schäfchen ins Trockene und heizen so eine Krise erst oft richtig an. Wir unterstützen hingegen die Integration der Gefahr Dürre in den Katalog wetterbedingter Elementargefahren und die Absenkung des Steuersatzes der Versicherungssteuer auf 0,03%. Denn wir wollen Landwirten kurzfristig helfen, die nur unzureichend gegen Risiken aus dem Klimawandel versichert sind. Die Versicherungslösung ist jedoch nicht optimal. Auch wir präferieren eine zweckgebundene steuerfreie Rücklage gegen Risiken für Landwirte. Ich fasse zusammen, die Linke unterstützt Fortschritte bei der Regulierung, Sanierung und Abwicklung von CCPs. Wir werden uns aufgrund der aus unserer Sicht unzureichenden Kompetenzen für die Finanzaufsicht insgesamt enthalten. Vielen Dank. Fabio De Masi von der Linken war das. Und jetzt hören wir für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die finanzpolitische Sprecherin Lisa Paus. Herr Präsident, meine Damen und Herren, während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009 und auch beim Griechenland-Rettungspaket war Ihre Abwesenheit ein großes Problem, nämlich die Abwesenheit von Clearingstellen dieser zentralen Gegenparteien über die Banken und andere Finanzdienstleister ihren außerbörslichen Derivatehandel mit einem anderen Vertragspartner abwickeln müssen. Die Abwesenheit dieser Clearingstellen bedeutete beispielsweise im Falle Griechenlands, alle kannten das Gerücht, die Deutsche Bank sei stark investiert in griechische Kreditausfallversicherungen, sogenannte CDS. Die Deutsche Bank soll also andere mit einem Derivat dagegen versichert haben, dass Griechenland pleite geht. Und wäre Griechenland tatsächlich insolvent gegangen, dann hätte eine massive Schieflage der Deutschen Bank zur Folge haben können, so die deutsche Sorge. Wie groß aber das Volumen dieser Derivate tatsächlich war, das war damals unbekannt, denn diese Geschäfte unterlagen vollständig dem Geschäftsgeheimnis zweier Vertragspartner. Und seit 2012, diesem EMIR-Gesetz, hat sich das geändert. Seitdem muss ein großer Teil der Derivate über sogenannte zentrale Gegenparteien abgewickelt werden. Und diese zentralen Gegenparteien schaffen mehr Transparenz und senken auch das Risiko für die Vertragspartner für den Fall, dass ihr Vertragspartner ausfällt. Wir Grüne haben die Einführung deshalb damals begrüßt. Und wir Grünen unterstützen auch heute ebenfalls dieses Gesetz. Denn dieses Gesetz macht die inzwischen eingeführten zentralen Gegenparteien für den außerbörslichen Derivatehandel noch sicherer. Das Gesetz legt erstmals für den Krisenfall spezifische Sanierungs- und Abwicklungsregeln fest. Es greift einer EU-Verordnung vor. Aber das ist richtig. Als Land mit einem der größten Clearinghäuser der Europäischen Union für einen eventuellen Krisenfall dann auch vorbereitet zu sein. Dennoch hätten wir uns als Grüne mehr gewünscht und fordern die Bundesregierung auf, in den laufenden Beratungen in Brüssel für eine EU-weite Regelung noch zwei Punkte insbesondere einzubringen. Erstens, wir brauchen neben einem europaweit gleichen Sanierungsabwicklungsregeln auch eine europaweit einheitliche Aufsichtspraxis. Aber das bedeutet, dass die europäischen Aufsichtsbehörden eine stärkere Rolle bekommen müssen, meine Damen und Herren. Denn nur so können die nationalen Versuchungen durchbrochen werden, zusätzliches Geschäft durch lasche Aufsicht ins Land zu holen. Nur so kann das Versprechen, nie mehr Steuergeld für Bankenrettung, auch glaubwürdig gehalten werden.
Und zweitens, die Größe des Ausfallfonds sollte noch einmal überprüft werden. Die Anhörung hier im Deutschen Bundestag hat für uns Zweifel aufkommen lassen, dass er groß genug ist. Die Aufsichtsbehörden sollten zusätzlich Rechte bekommen, gegebenenfalls auch Nachschusspflichten auferlegen zu können, wenn sich die Risiken erhöhen. Jede Finanzkrise verläuft anders. Die Finanzmärkte haben sich seit der letzten Krise verändert. Bestes Beispiel ist eben jetzt diese Existenz, aber auch zentrale Rolle dieser Clearingstellen, die sie jetzt im Finanzsystem einnehmen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir diesmal rechtzeitig etwas machen und es robust machen. Beim Robust, da ist noch etwas zu tun. In diesem Sinne, lassen Sie uns heute das Gesetz verabschieden und weiter daran arbeiten. Dankeschön. Lisa Paus war das von den Grünen. Wir haben ja in der Debatte schon gelernt, das Wertpapierhandelsgesetz ist ergänzt worden im parlamentarischen Verfahren um ein weiteres Thema, nämlich die Absenkung der Steuer auf Dürreversicherung. Deswegen nicht erstaunlich, dass jetzt der Sprecher für Ernährung und Landwirtschaft zu Worte kommt, Rainer Spiering für die SPD. Kolleginnen und Kollegen, Sie werden sich wundern, dass heute für die SPD ein Vertreter Ernährung und Landwirtschaft hier vorne steht. Das hat einen triftigen Grund. Ich bin unseren Finanzern total dankbar, dass sie mir die Gelegenheit geben, hier für diesen Bereich sprechen zu dürfen. Ich habe übrigens auch eben im Verfahren, muss ich sagen, eine Menge gelernt. Respekt vor den Finanzern, dass sie das so souverän erklären. Und jetzt möchte ich mal auf die Frage eingehen, warum ich hier stehen darf. Wir haben im letzten Jahr erlebt, was Auswirkungen von Klimakatastrophe bedeutet. Wir haben hier im Haus eine Partei, die ausdrücklich erklärt, die gibt es nicht. Wenn eine Partei ausdrücklich erklärt, die Klimakatastrophe gibt es nicht, muss man natürlich auch betroffenen Landwirten nicht helfen. Also in der Folge hält man sich in solchen Sachen zurück. Wir hingegen glauben, dass es eine Klimaveränderung gibt. Und wir glauben ganz intensiv, dass wir deutscher Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft intensiv helfen müssen. Jetzt ist immer die Gretchenfrage, wie tust du es? Und das ist hier eben schon mal angeklungen. Ja, wir hätten uns als Sozialdemokraten auch einen Wurf gewünscht, der größer ist und der mehr Kapitalmasse zur Verfügung stellt. Das wäre eindeutig der Mittelabfluss über die Gefahrenabwehr, über die GAP gewesen, also über die europäische Agrarförderung. Da hätten wir wesentlich mehr Geld in Bewegung setzen können. Nun muss man sagen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen von der CDU dem im Moment noch abweichend entgegenstehen. Bin mir aber ganz sicher, dass sie im Laufe der nächsten 18 Monate zu anderen Einsichten kommen werden. So, und diese Zeit, ich bin mir da ganz sicher, und diese Zeit, Ihre Parteikollegin Frau von der Leyen macht es im Moment vor mit dem Green Deal. Also Sie werden da schon auf die EU hören müssen. Und diese Zeit gilt es zu überbrücken. Und ich finde, da gilt mein tiefer Dank den Finanzern, dass man über das Omnibusverfahren einen Weg gefunden hat, den Versicherungen die Möglichkeit zu geben, ein Produkt, das, muss man schon sagen, sehr krisenanfällig ist, verbilligt am Markt anzubringen. Und das genau ist das, was hier gemacht worden ist. Und da möchte ich auch noch mal wiederholen, was der Kollege eben gesagt hat. Und das finde ich besonders erstaunlich, dass zum 1.1. dieses Jahres rückwirkend möglich zu machen, schafft den Landwirtinnen und Landwirten jetzt die Möglichkeit, für eine mögliche Risikobewertung dieses Jahres noch nachträglich zu versichern, finde ich außergewöhnlich. Ich glaube, dass wir, das hat doch keiner bestritten, wollen Sie es noch mal hören, Sie sind einfach gut in dem Punkt. Ich, ja, und deswegen gilt mein besonderer Dank den Leuten, die das voneinander gebracht haben und vor allen Dingen dem Finanzminister, der dazu in der Lage war, das kurzfristig in ein Gesetz zu formen, umzusetzen, die entsprechende Gesetzeslage auf den Weg zu bringen. Herzlichen Dank an Olaf Scholz, herzlichen Dank an das Haus, dass das so toll geklappt hat. Herzlichen Dank. Ja, sagt Rainer Spiering für die SPD-Fraktion. Und wie wir aus der Debatte gelernt haben, dieser Gesetzentwurf mit beiden Teilen, auch mit dem aufgesetzten im Omnibusverfahren, wird hier eine breite Mehrheit des Hauses finden.